Okay, wir lösen die zweite Aufgabe, die ihr euch jetzt überlegt habt. Wie immer, man hört euch nicht, sondern ich wiederhole das, was ihr sagt. Und zwar folgende Aufgabe: Haialarm. Ne? Haialarm. Wenn man taucht, hat man eine Taucherbrille auf und Taucherbrillen geben das, was man sieht, mit einem anderen Längenfaktor wieder. Ne? Die vergrößern das, was man sieht unter Wasser. Also unter Wasser erscheint alles größer, als es in Wirklichkeit ist. So, und jetzt berichten einige, dass sie riesige Haie gesehen haben. Und die Frage ist, gibt es wirklich diese riesigen Haie oder war das nicht ein Fehleindruck? So, okay. Und in der Aufgabe steht, ein 1,2 Meter langer Hai ,2 Meter lang erscheint so lang, als wäre er 1,6 Meter lang. Also ich bin unter Wasser, der Hai ist 1,20 Meter lang, erscheint aber 1,60 Meter lang. So, jetzt ist aber der Eindruck der Größe des Hais nicht die Länge, sondern die Körpermasse. Ne? Der Hai als Ganzes mit seinen drei Dimensionen. Um wie viel größer erscheint der Hai bezüglich seiner Körpermasse? Wie kriegen wir das raus? Moment. Ja. Ja. Die beiden Längen in Relation setzen zueinander, um den Längenfaktor rauszubekommen, ne? Der Längenfaktor k ist gleich 1,6 durch 1,2, also 1,60 Meter durch 1,20 Meter. Und wie rechnet man das aus ohne Taschenrechner? Gar nicht, sondern was macht man? Ah, okay. Ja, könnte man. Das klappt aber nur, weil die Differenz halt zufällig in beide Zahlen reingeht. In deinem Fall. Genau. Ja? Das ist gleich wie 16 Zwölftel. Und das ist, wenn man es kürzt, 4 Drittel. Okay. So, 4 Drittel. Also der Längenfaktor ist 4 Drittel. Und wir wissen, wenn der Längenfaktor um Faktor k steigt, steigt die Fläche um den Faktor k Quadrat und das Volumen wächst um den Faktor k hoch 3. Also was müssen wir jetzt betrachten? Wenn wir wissen wollen, die Körpermasse des Hais, um wie viel erscheint die größer? Ja, sind wir wieder beim Volumen, ne? 4 Drittel hoch 3. Okay. Und was ist 4 Drittel hoch 3? Ja? 64 27. Und was ist das ungefähr? Vierundsechzig durch 27 ist gleich. Machen wir mal schriftliche Division. Kommt, wenn wir keinen Taschenrechner haben. 64 durch 27 ist schriftliche Division. Alle erstarren. Es geht jetzt nur darum, wie oft geht die 27 in die 64, ne? Ja? Zweimal. Denn 2 mal 27 ist 54. Entschuldigung, 54. Abziehen. 10, 100, 27 geht wie oft in die 100 hinein? 100 durch 27 ist, bitte? 3. Denn 3 mal 27 ist
Ja, irgendjemand, ja. 81, genau. Subtrahieren, 1, 9, 190, die 27 geht wie oft in die 190 rein? An der Stelle nochmal der Hinweis, ihr müsst Kopfrechnen üben. Auch zum schriftlichen Rechnen braucht man Kopfrechnen. Manchmal braucht man halt bei der schriftlichen Division das kleine 1x1, wenn man dividiert durch eine einstellige Zahl. Aber in solchen Fällen sollte man auch ein bisschen Kopfrechnen können. Bitte? Siebenmal? Sieben. Siebenmal? Stimmt, du hast recht. Siebenmal, denn 7 mal 27 ist 189, so und so weiter. Können wir natürlich beliebig weiterrechnen, aber vielleicht reicht es auch an der Stelle. 2,37, also 4 Drittel hoch 3 ist 64 27, ne? Ist ungefähr 2,4. Das heißt, ja? Ja, du kannst auch im Kopf überschlagen. 2,5, klar. Naja. Ich wollte einmal mit euch eine schriftliche Division nochmal machen. Ungefähr, also an der Stelle, wenn ihr ungefähr schreibt, also was hier nicht stehen sollte, ist ungefähr 4 oder ungefähr 1 oder so, sondern sollte natürlich sich in einem Range befinden, der auch realistisch ist und vernünftig. Ne? Ungefähr 2,4. Das heißt, der Hai erscheint einfach 240% größer von seinem Volumen. Das heißt, der 1,2 Meter Hai erscheint nur 40 cm länger zu sein, also 1,6 Meter, aber das Volumen ist 240% größer. Das heißt, der Hai erscheint richtig fett. Ne? Dann gehen die Leute raus und sagen, oh, ich habe einen Riesenhai gesehen, dann gehen sie alle auf die Jagd und so weiter. Ja, okay. Gibt es zu der Aufgabe noch Fragen? Ja. Doch, ihr könntet von mir aus auch 64, 27 stehen lassen als gekürzten Bruch. Okay? Gekürzte Brüche sind in dem Fall auch okay. Ich wollte halt jetzt, was ist jetzt 64, 27? Da hat man keine Vorstellung davon. Einfach um zu sehen, wie ist tatsächlich das Größenverhältnis, muss man schon ein bisschen was Greifbareres haben. Deswegen habe ich noch ein bisschen weiter gerechnet. Aber ich weiß, euch beschäftigt immer, was ist in der Klausur korrekt. Also es wäre auch okay, 64, 27 da stehen zu lassen, wenn es vollständig gekürzt ist. Okay.